Im Gegensatz zu FromSofts neuestem Videospiel Elden Ring, welches in einer riesigen Open World stattfindet, ist die Dark Souls-Reihe und damit auch Bloodborne und Sekiro eine recht lineare Spielerfahrung. Was bedeutet, dass du nach deinem ersten Run große Teile des Spiels einfach ignorieren kannst, um die Dinge abzuhaken, die für den Fortschritt der Story relevant sind. Wie sieht es nun aber aus, wenn du eine KI alle Bosse und Gegenstände zufällig platzieren lässt, damit du die Spielwelt wie in deinem ersten Run wieder komplett erkunden musst? Kannst du Sekiro Shadows Die Twice durchspielen, wenn alles per Zufall generiert ist? Die Regeln für diese Challenge sind überraschend einfach. Alles, was wir tun müssen, ist es, das Spiel mit einem der drei Hauptenden zu beenden. Damit das Ganze aber kein normaler Playthrough wird, habe ich mit diesem Randomizer alle Gegenstände und Bosse zufällig in der Spielwelt verteilt. Als Beispiel, hier liegt eigentlich ein Häufchen Asche, doch in meiner gemoddeten Version liegt hier nun ein Sack voll Geld. Los geht's! Wir sind Raiden Metal Gear und unsere Aufgabe ist es, den nigerianischen Premierminister zu beschützen, der von einem Hund und einer Kakerlake entführt wurde. Ich sterbe jedenfalls fast bei dem Versuch, am Tutorial-Miniboss vorbeizurennen, was mich zu einer lustigen Cutscene bringt, in der ein texturloser Chatstream Sam bereits auf mich wartet und dann einen Penner für sich kämpfen lässt. Wisst ihr, es ist großartig, dass das Spiel mir Uhu als Tutorial-Boss gibt. Denn das heißt, dass ich ihn nicht machen muss, weil ich, ungeschickt wie ich nun mal bin, nicht nur meine Hand, sondern auch den nigerianischen Premierminister verliere und im Krankenhaus den schrecklichsten Schlaf der Welt habe, weil mein Zimmernachbar nicht aufhören kann, auf seinem Holz rumzuschnitzen. Dieses Video wird euch präsentiert von Vampire The Masquerade Bloodhunt, dem neuen kostenlosen Battle Royale für die PlayStation und den PC. Das Sommer-Update kommt mit dem neuen 8-gegen-8 Team Deathmatch-Spielmodus, in welchem sich neue Spieler mit dem tiefen Gameplay von Bloodhunt anfreunden können. Der Sommerpass bietet mehr als 100 freischaltbare Items, ohne dafür ewig lange grinden zu müssen, um euch das heiße Wetter ein wenig angenehmer zu gestalten. Dank des Content-Creator-Programms, zu welchem ihr euch ganz einfach über die Studio-Website bewerben könnt, erhaltet ihr exklusiven Zugriff auf Ingame-Items sowie Goodies, die euch die Entwickler zum Dank zuschicken. Im Bloodhunt-Discord ist 24 Stunden am Tag jemand für euch da. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar Feedback für die Entwickler hinterlassen. Bloodhunt bietet vollständigen Controller-Support. Auch auf der PlayStation könnt ihr jede Taste so belegen, wie ihr wollt. Und das Beste an dem Ganzen? Bloodhunt ist zu 100% kostenlos, also lade es dir doch direkt über meinen Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar runter und vertreibe dir die Langeweile der Sommerferien. Wie ich leider auf die dümmste Art und Weise feststellen muss, bekommt man den Greifhaken leider auch als zufälliges Item, weshalb ich vorerst nicht den standardmäßigen Weg entlang gehen kann und erst in der Erinnerung danach suchen muss. Dummerweise kommt man ohne Greifhaken nicht von dieser Klippe runter. Außer man kennt einen kleinen Trick und macht eine Zwischenlandung auf diesem Baum. Unten finde ich dann erstmal die Speerprothese. Kaufe von meinem Freund im Fass ein Item, das mir bessere Preise bei Händlern gibt, mache ein wenig Sushi und habe dann große Probleme damit, einen weiteren Fisch unter mir zu filetieren, weil er mich einfach ignoriert. Obendrein liegt hier auch das erste von 4 Skillbüchern, dank welchem ich meine Level-Ups direkt in den Mikiri-Konter investiere, um das hier zu tun. Der erste richtige Miniboss war dann absolut kein Problem, weil ich, obwohl ich eine längere Sekiro-Pause gemacht habe, immer noch ein Godgamer bin. Und hinter ihm finde ich dann endlich die Greifhakenprothese, mit der ich mich durch die Lüfte schwingen kann wie Spider-Man. Ganz nebenbei bin ich auch wirklich peinlich zum ersten Mal gestorben, aber zum Glück ist das dieses Mal ja nicht Ziel der Challenge. Während ich dem Penner aus dem Tutorial beim Sterben zugesehen habe, werde ich von einem Pitbull angefallen, weil ich offensichtlich ein Kind auf einem Spielplatz bin. Und nachdem ich dann across the map von einem Shuriken erledigt wurde, treffe ich auf den tatsächlich schwersten Miniboss im Spiel, den Nebeladeligen. Diesmal hätte er sich fast schon gewehrt. Dieser im Sterben liegende Typ gibt mir etwas Medizin, obwohl er sie eindeutig selber gebrauchen könnte. Und kurz vorm Boss der Erinnerung fällt mir ein, dass ich noch gar nicht den Schlüssel für ihn bekommen habe. Immerhin kann ich mit dem Greifhaken jetzt den regulären Weg entlang gehen, einen Diebstahl begehen und dann rein gar nichts Interessantes mehr finden. Selbst der Händler in diesem Gebiet war furchtbar.
Die abgespeckte Version des Tutorial-Minibosses war dann auch kein großes Problem, vor allem nachdem ich ihm hinterhältig mein Schwert in den Rücken gerammt habe. Und dann finde ich noch rein zufällig eine Erinnerung am Boden rumliegen, weil Raiden jetzt anscheinend dement ist. Diese Erinnerungen erhöhen meine Angriffskraft um eine ganze Stufe, was den nächsten Miniboss erst recht einfach macht, und dann kaufe ich für 20 Geld noch ein Kurzschwert und einen leichten Geldbeutel, der 50 Geld wert ist. Geht es dir gut? Wisst ihr, was das Tolle an so einem Randomizer ist? Man kann entweder Pech haben und ewig lange nach jedem Item suchen, oder man ist einfach wie ich der beste Sekiro-Spieler der Welt und findet direkt zu Beginn ein paar Boss-Erinnerungen einfach rumliegen, was meine Angriffskraft um einiges erhöht. Der Schlange ins Auge gepiekst, riskiere ich mein Leben für Schießpulver. Beende ein für alle Mal diese unlustigen Affen-Memes und kämpfe gegen den ersten Boss, die Geisternonne. Im Wesentlichen der perfekte Kampf, um wieder in Sekiro reinzukommen. Sie verwendet alle Arten von Angriffen. Du musst gut parieren lernen, um deine Haltung zu wahren, und damit du den Kampf im Endeffekt gewinnen kannst, musst du während all dem noch so aggressiv wie möglich sein. War ein netter First Try. Von Ishin erhalte ich dann ein weiteres Skillbuch, von dem ich ein paar hilfreiche Fähigkeiten lerne. Und dieser Ehrenbruderhändler verkauft mir einfach die Träne des göttlichen Drachen für 900 Cash Money. Ich habe keine Ahnung, wo er die gefunden hat, und es ist mir scheißegal. Nachdem ich diesem Shinobi-Jäger dann seinen massiven, langen, harten Speer geflättet und seine Balls mitgenommen habe, bekämpfe ich dann Yorm den Riesen aus Dark Souls 3, der im Sekiro-Universum wohl eher Yorm der etwas überdurchschnittlich Große heißen sollte. Über die Dächer breche ich in die Burg des Ashina-Clans ein und sterbe fast vor Lachen, als ich diese Tür geöffnet habe. Trotz seiner krassen Moves konnte Shrek mich nur einmal Slam-Dunken, bevor ich ihn dann zurück in seinen Sumpf geschickt habe. Wonach es direkt im Anschluss Zeit war, Kuro aus dieser Cutscene mit dem texturlosen Sam zu retten. Die erste Phase seines Kampfes war Lady Butterfly und damit absolut kein Problem. Die zweite Phase hingegen war, sagen wir, alles andere als ein First Try. Eigentlich lag es nur daran, dass der Kampf in dieser kleinen Arena unfassbar scheiße war. Nachdem ich dann aber gelernt habe, ihren Phantomen halbwegs auszuweichen, war es nur noch ein Witz. Jetzt, wo ich Kuro gerettet habe, kann ich ihm endlich dabei helfen, sich umzubringen. Da eine postnatale Abtreibung vom Gesetzgeber aber leider als Mord klassifiziert wird, müssen wir einen anderen Weg finden, als seinen Brustkorb einfach als Messerblock zu missbrauchen. Nebenbei finde ich noch eine Erinnerung, die ich schon vor dem Nonnenbosskampf hätte finden können, um diesen ein wenig einfacher zu machen. Anscheinend bin ich aber auch so gut genug. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um euch mitzuteilen, dass gerade einmal 40% meiner Aufrufe von Abonnenten kommen. Abonniere also meinen Kanal, wenn dir dieses Video gefällt, und gib ihm doch vielleicht direkt einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Also die Dächer wieder runter, trete ich den gepanzerten Krieger von der Map. Einfach, weil ich es kann. Und jetzt stehen mir dank der Items, die ich bisher gefunden habe, drei Wege offen. Um den nervigsten direkt abzuhaken, führe ich erst einen Assassin's Creed TM Luftattentat TM aus, finde die sterbliche Klinge, oder wie ich in dem Run besser sagen sollte, Jetstream Sam's Murasama, werde von Yorm dem Riesen ge-one-hitted, stürze mich aus Frust in eine Schlucht, wo ich ein weiteres Skillbuch finde, und finde dir der Kampf gegen diesen Shichimen Warrior im Giftsumpf sieht auch nur im entferntesten nach Spaß aus? Immerhin habe ich bisher genügend göttliches Konfetti gesammelt, welches meine Waffe segnet, um mir den Kampf gegen Geistererscheinungen zu erleichtern. Nachdem ich dann noch den Aromaast mitnehme, den ich später brauchen werde, überspringe ich einen Bosskampf, für den ich zu früh hier bin, weil es statistisch gesehen unmöglich ist, dass genau der eine Boss, den ich nicht mache, ein wichtiges Item fallen lässt. Im Dorf Mibu lerne ich einen Händler kennen, der Mike aus Breaking Bad verkauft, und kann einem sehr durstigen alten Mann Wasser bringen, welches zufällig direkt auf dem Dach seines Hauses liegt. Was zum Fick pumpt die Regierung ins Wasser? Direkt neben einem Kürbissamen finde ich dann auch noch den Schlüssel, der mich zum Endboss führt. Und wenn ihr euch erinnern könnt, besitze ich bereits die Drachenträne, die man braucht, um das Spiel durchzuspielen. Falls ihr also denselben Gedankengang wie ich hattet und versuchen wollt, das Spiel durchzuspielen,
muss ich euch leider enttäuschen. Kuro ist nach wie vor im Schloss, die Arena des Endbosses ist leer und ich bin aufrichtig überrascht, dass irgendjemand bei FromSoft mitgedacht hat. Also muss ich das Spiel noch ein wenig weiterspielen, bevor ich es beenden kann. Und wen treffe ich da als nächsten Boss? I am Berserk Gorilla! Wer auch immer der Loremaster vom YouTube-Wiki ist, er weiß wenigstens, dass der Wächteraffe einer meiner Lieblingsbosse ist. Und darum macht es mich besonders glücklich, dass er auch nach all der Zeit ein epischer First Try war. Nur um dann wieder aufzustehen und erneut aufs Maul zu kriegen. Ich konnte ihm sogar mit der Speerprothese den Tausendfüßer aus dem Hals ziehen und damit immensen Schaden anrichten. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was der Affe bewacht hat und das war der Torhausschlüssel, der mich in einen Raum bringt, in dem es rein gar nichts gibt, was mich weiterbringt. Hat sich also gelohnt. Als nächstes erkunde ich also die Schlucht von Ashina und hier ist nichts passiert. Passenderweise treffe ich dann auch direkt auf den zweiten Shichimen Warrior, der ebenfalls kein Problem dank des göttlichen Konfettis war, und finde gleich zwei Erinnerungen an derselben Stelle, was meinen Angriff erneut um 2 Punkte erhöht. Mein Glück, was diese Erinnerungen betrifft, ist also schon ziemlich unverschämt. Leider nützt mir meine übertriebene Angriffskraft erstmal nichts, weil der Miniboss im Gunfor lieber Fußball spielen wollte. Und wo wir schon von Glück reden, noch eine Erinnerung. Glücklicherweise habe ich den Schlüssel für dieses Tor bereits irgendwo gefunden, was es mir erlaubt, dahinter eine Schriftrolle zu finden, die mir beibringt, wie ich unter Wasser atmen kann, wodurch ich mich vor dieser riesigen Schlange verstecken kann, nachdem ich es verkackt habe, auf ihren Kopf zu springen. Einen kleinen Prank später erhalte ich dann einen Gegenstand, der mir für kurze Zeit erlaubt, meine Angriffskraft weiter zu erhöhen, was mir enorm dabei hilft, Gyobo zu besiegen, der nach all der Zeit immer noch auf seiner Minecraft-Kuh reitet. Immerhin war die Arena groß genug für den Kampf, auch wenn es bei dem Schaden, den ich austeile, wohl keinen Unterschied gemacht hätte. In der kleinen Höhle hinter Gyobu finde ich dann einen Ballon, der mich nicht weiterbringt. Aber auch die Fähigkeit zu tauchen ist absolut unnötig, denn die einzig gute Sache, die ich finde, während ich die Map damit noch einmal von oben bis unten absuche, eine weitere Erinnerung, weil ich ja noch nicht stark genug bin, ist eigentlich Oberwasser und ich habe sie bisher nur übersehen. Zeit also, endlich den Berg Kongo zu besteigen, wo erneut nicht viel passiert ist. Dieser absolute Ehrenhändler hatte einfach mal den Schutzstein, den ich brauche, um weiterzukommen, zu verkaufen. Und im Tempel am Gipfel des Berges finde ich dann die gefrorenen Tränen des heiligen Kindes, welche man für eines der optionalen Enden benötigt. Im Randomizer sind die Wandschirmaffen einer der unterhaltsamsten Bosse überhaupt. Denn anstatt der Affen sind es 4 zufällige Minibosse. Zum Beispiel der 420 Blazed Bull, der einfach hinter mir erscheint. Oder ein Random, der stirbt. Ja. Oder Shrek auf einem beschissenen Baum. Nur damit unser Kampf von einem Tausendfüßer unterbrochen wird. Ich liebe diesen Randomizer. Da ich die Belohnung für diesen Kampf, die sterbliche Klinge, bereits besitze, spuckt mir das göttliche Kind stattdessen einfach ins Gesicht. Und wollt ihr wissen, wo das eine Item war, das mir jetzt noch gefehlt hat, um im Spiel Fortschritt zu erzielen? Natürlich hatte es der eine Boss, den ich vorhin geskippt habe. Wie sich herausstellt, kenne ich mich trotz meiner Mathematura nicht gut mit Statistiken aus. Viel schlimmer noch, es ist mein absoluter Hassgegner, Uhu, bei dem ich mir sicher war, dass er nicht mehr als Boss vorkommt, weil wir ihn bereits im Tutorial hatten. Shit happens und es war trotzdem ein First Try. Auch wenn er ein klein wenig geschluckt hat. Jetzt, wo wir alle wichtigen Gegenstände beisammen hatten, kann ich Sekiro aber immer noch nicht durchspielen, weil es dem Endboss scheißegal ist, welche Items ich habe und er erst auftaucht, wenn ich alle anderen Hauptbosse besiegt habe. Also kämpfe ich am Dach nochmal gegen Lady Butterfly, erneut absolut kein Problem, und es geht ab ins Reich der Götter, wo ich beim Eingang vom geköpften Wächteraffen und seiner Freundin begrüßt werde, welche bestimmt Probleme gemacht hätten, wenn sie sich nicht beide auf 2 unterschiedliche Seiten der Brücke verbuggt hätten. Ihr denkt doch nicht, dass ich das nicht ausnutze. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren billig nennen. Oder ihr schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus. Als mich dann ein übergroßer Karpfen versucht hat anzuknabbern, füttere ich ihn ein wenig, was ihm wohl nicht sonderlich geschmeckt hat,
und zeige ihm, wer in der Nahrungskette über ihm steht, indem ich Sushi aus ihm mache. Ansonsten laufe ich einfach nur durch, weil es nichts mehr gibt, was mich daran hindert. Und die erste Phase des göttlichen Drachen im Randomizer ist, jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Zur Krönung des Ganzen war die zweite Phase des Kampfes dann auch noch der alternative Uhu-Boss-Kampf. Es wirkt fast so, als hätte sich mein Glück ein klein wenig gedreht. Knappe 8 Minuten musste ich gegen ihn kämpfen, bis ich es dann Gott sei Dank mit meinem ersten Versuch gerade noch so geschafft habe. Damit kann ich Sekiro nun endlich durchspielen. Ishin stirbt. Ganz was Überraschendes für alte Menschen. Sam versucht ein letztes Mal Kuro zu entführen. Und dann kämpfe ich gegen Emma, die es sogar schafft, mich einmal zu töten, bevor sie gegen einen Türstock läuft. Und Sam zeigt, dass er in Wahrheit die gesamte Zeit über der göttliche Drache in Menschengestalt war. So episch dieser Kampf für das Finale auch aussieht, der göttliche Drache ist leider weniger ein Boss und mehr ein Gimmick. Denn um ihn zu besiegen, muss ich nur oft genug Blitze auf ihn werfen, bis ich den letzten Treffer landen kann. Eben nochmal aus der Map falle und den Drachen dann zur ewigen Ruhe bette. Schnell also, etwas unglücklich auf Kuros Gesicht gesetzt und ich gebe ihm sowohl die gefrorene Träne als auch die Drachentränen, wonach er in einen tiefen Schlaf fällt, was es dem göttlichen Kind erlaubt, von Kuro mit Kuro schwanger zu werden. Und da Abtreibungen in Österreich, im Gegensatz zu Mord, legal sind, begeben wir uns zum nächstbesten Arzt, um Kuros Wunsch zu erfüllen und ihn zu töten, bevor er geboren wird. Denn das ist das einzige Schlupfloch, welches ich im Strafgesetzbuch finden konnte. Was war nochmal die Challenge des Videos? Damit habe ich Sekiro nur mit zufälligen Items und Bossen durchgespielt. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich bei all meinen Unterstützern, die diese hirnrissigen Videos finanzieren. Ihr seid großartig. Habt einen schönen Tag.